Ja, ich hoffe, man hört uns. Wir versuchen heute mal was anderes, denn Jung spielt alt ist aus Gründen heute Heute mal nicht was vorhanden. anderes. Jetzt höre ich mich selber. Ach, das war die Frau, hat wieder rumgefummelt da hinten irgendwo. Die ist nicht mit dabei. Die Miriam ist mit dabei heute. Also heute ist nicht Jung spielt alt, heute gibt es einen alten Zweier. Nee, was gibt es denn heute? Keine Ahnung. Alt spielt alt. Ja, oder Oder alt spielt mit alt, Blau keine spielt Ahnung. Rot oder was auch immer. Wir spielen Ja, irgendwas. wir spielen nicht irgendwas, wir wollen. Nicht Firebird spielen, wie es da oben steht. Das schalte ich gleich mal ab. So. Caveman Olympics hat Miriam sich ausgesucht und ich habe mit Schrecken festgestellt, ich habe dieses Spiel viel gelesen, ich kenne es aber nicht. Das ist so eine Verarsche auf die Summer Games und Co. Ich weiß, dass es da lustige Disziplinen gab, aber ich habe keinerlei Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert und Miriam wird mir das gleich alles in Ruhe erklären. Ich habe keine Ahnung mehr. Möchte mal sagen, weil ich das zum letzten Mal gespielt habe, vor 30 Jahren oder so. Ich bin genauso unbeleckt wie du. Und da ich davon ausgehe, du weißt manchmal Sachen nicht, die 2 Wochen her sind, wirst du dich daran dann auch nicht mehr erinnern. Ja, sieht aber lustig aus und da soll es ja sehr skurrile Disziplinen geben. Ja. Spielt man die gegeneinander auf dem geteilten Bildschirm oder was auch ich, bin wieder zu leise, denn. Spiele und Miri laut, du bist zu leise. Und du bist zu laut, dann mache ich dich leiser. Mach mich leiser. mich kann Und ich, aber Spiel. ich bin hier auf. Spiel ist laut? Warte mal. Dann müsstest du einfach mal dein. Mal Filter drauflegen, dass ich mich noch ein bisschen lauter mache, gerne. Das ist ja interessant. Jetzt ist es mal zu leise. Expander. Nee, das ist das Falsche. Mein Mikro ist auf höchster Lautstärke. Ich kann es höchstens noch mal. Ich kann mal so ein bisschen wegtun, so. Ich mach's, ich pack's einfach technisch ein bisschen höher. Warte mal. So, jetzt. Ups, das ist wahrscheinlich zu laut. Jetzt bin ich zu laut. Was sind wir? Da Jetzt sind wir bin ich genau okay. richtig.
Sind wir zu leise? Jetzt bin ich immer noch so laut. 1, 2. So, jetzt müsste ich. Ich bin schon am Anschlag hier. Ich krieg schon rot. Aber egal, wir können es mal so versuchen. Sag du mal was, Miriam? Ich sag was. Was sag bist ich denn? Hier, hallo? Voll am Anschlag. Aber mach ein bisschen leise nochmal. Ich bin voll am Anschlag. Jetzt müssen wir ungefähr gleich laut sein. Gut, so. Was für Disziplin haben wir denn da? Wie heißen wir? Wer sind wir? Und was tun wir? Wir sind Urzeitmenschen. Das ist deine persönliche Meinung. Ich würde das nicht so bestätigen. Gleich sind wir welche. So schnell geht das nun auch wieder nicht. Doch, pass auf. Ich muss da mal, glaube ich, den Warp mal anschalten, sonst haben wir hier nur Laderei. Ja, jetzt hört sich immer gut an, lieber Thorsten. Jetzt hören wir uns halt nur in der Lautstärke gut an. Bitte ganz genau sein immer. Wir sind sehr präzise hier beim Podcast. Wie kann ich denn hier zwei einstellen? Vielleicht will sie ja... Zwei. Es scheitert schon bei den Einstellungen im Menü. Das ist wieder schön. Ja. Kannst du da was eintragen? Nein. Ich habe schon versucht hier. Ich kann so viel drücken, wie ich will. Ah. Ha, 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 nicht anfassen. Darf ich ihn jetzt wieder anfassen? Du darfst ihn nicht anfassen. Och Mann. Start, F1. Was hast du eben gedrückt? Achso, du hast den Joystick. Die haben dich porträtiert damals, cool. Ja, dich auch. Ja, witzig. Wer bist du denn, da links oben? Player 1, Joystick 1. Das bist du. Ich das? Nö. Doch bin ich. Wo bist du denn? Hä? Gute Frage. Drück doch mal da rein und beweg dich mal. Was machen gerade die Hände von der Maus weg? Nö. Mhm. Dann drück doch mal einen Knopf. Oh. Ah, nee, ich will einen anderen haben. Komm her. Claudia. So, der Joystick Kudler, mein ich. Player 1 hat übrigens Port 2. Du müsstest eigentlich die Dame in der Mitte nehmen. Das ist die einzige Dame. Ja, die sieht aus wie Friederike Feuerstein oder so. Ja, dann bist du heute Friederike Feuerstein. Super. Give me this one. Ja. Bin gesponsert bei. So. Muss ich jetzt drücken einmal? Ja. Ja. Dann such dir mal jemanden aus. Gott, die sehen ja alle nicht aus wie ich. Die Retro-Komportis, ja. Wir. Ja, die Jungs und Mädchen, die Jungen, die... Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Der am meisten botzt ganz rechts unten, der passt. Okay. Er hat auch eine Brille auf. Der sieht ein bisschen aus wie ein Affe. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, die Komportis, also wir, Patrick und ich, sind heute online, weil unsere Jugendlichen... Irgendwie alle abgehauen sind. Die haben Angst gehabt, dass Miriam dazukommt und... nein. Fühlen sich nicht wohl, haben genau. Spliss, keine Ahnung. Ja, ja, Angst, das, was ist das? Practice, nee. Wollen wir erstmal Practice machen oder wollen wir schon direkt zu den Olympics? Wir gehen direkt zu den Olympics. Okay. Wenn ich jetzt doch Spieler 1, obwohl ich auf 2 bin, was hast du mir eben gerade erzählt? Ich glaube. Erstmal gucken wir, ob du ohne Verluste den Diskettenwechsel vollziehen kannst. Gucken wir mal. Auch daran sind schon ganze Streams gescheitert. Das stimmt allerdings. Oh, Sonnenbrand. Nicht wundern. Du bist sehr hell. Ich habe halt hier einen 42 Zöller und da ist das halt ein bisschen heller. Ja, spart Energie, wenn du das Licht auslässt, ja. Ja. So. Ist das da schon? Ja. Zack. Oh, das könnte klappen. Wie gesagt. An dieser Stelle war schon oft vorbei mit dem Stream. Das sind ja schon alte Menschen, wir können das. Ich höre das beruhigende Knattern eines Diskettenlaufwerks. Ja. Hätte ich das geahnt, dass ich heute noch live gehe, hätte ich mich vorher noch ein bisschen aufgebrezelt. Ich sehe aus wie eine Trümmerlotte. Stimmt. Aber ich muss sagen, bin ich doch gar nicht. Oh, es ist schön, wenn sie die Summer Games Musik nachmachen. Ja, ich dachte, ich wähle heute mal was Besonderes aus. Wenn man rausfindet, wie es funktioniert. Das kriegen wir schon hin. Guck mal, die drei Liebchen da. Eine kriegt immer auf die Fresse. Oh, es ist schön. Schön harmonisch. Herrlich, oder?
Mach das Heu an. Warum liegt hier Heu rum? Nee, das war Stroh. Der ist zu blöd, das Feuer anzuzünden. Oh Gott. An den Vorspann kann ich mich schon nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Ich habe es wahrscheinlich auch einmal früh gespielt oder so, aber... Du hast gesagt, du kennst es nicht. Nee, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, weil ich habe es... Irgendwas war damit. Entweder war die Diskette kaputt oder ich habe es nicht verstanden oder... Keine Ahnung. Ich weiß nur, was man damit irgendwelchen... Ah, es kommt schon Frauenweitwurf hier. Frauenweitwurf, genau. Das ist auch in der heutigen Zeit mit Sicherheit komplett konform. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege, ey. Denn ich hoffe, dass du anfängst immer. Damit du gewinnst, ne? Damit ich wenigstens grob weiß, wie es funktioniert. Ah, ich kann damit leben, Alter, vor Schönheit. Ich muss jetzt mal überlegen, was ich sage, aber ich sage gar nichts. Man muss nicht alles kombinieren. Kommentieren. Gott. Man ich muss knatter nicht, John, ich kombiniere. Man muss nicht alles kommentieren. Ansonsten wird es wieder ein Clip und ich habe auch schon genug Clips gesehen, das reicht. Ich glaube, Michi ist nicht da heute. Der okay, klippt nicht. Das ist beruhigend. Gundula, nee, was? Was? Nee, nicht Gundula. Grudla. Das sieht aber nicht aus wie eine Frau, was du da schleppst. Das sieht eher aus wie Planet der Affen, was ich hier gerade habe. Machst du deine Fußmassage? Okay. Musst du irgendwann loslassen? Okay. Drehst du im Kreis oder links, rechts? Ich weiß es gar nicht. Dreh ich? Und 10 Jahre später drehten sie sich immer noch. Nee, das geht nicht. Wenn ich zu schnell bin, dann... Ich vermute aber, du musst schmeißen. Ja, ich will aber schneller werden. Ich will gewinnen. Aber wo musst du denn hinschmeißen? Nach rechts. Gut. Ach, ich schmeiß einfach. Die nachfolgenden Sendungen... Ich will schmeißen! Naja, geht so. War nicht gut. Okay, und das war einfach nur links. Ganz so langsam. Einfach nur links, rechts, oder was? Ja, mach mal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich zu schlecht. Also, bist du nochmal? Also, du bist. Achso, ich hab nochmal? Ja, okay. Wie bist du denn gleich dreimal dran? Das ist doch bescheuert. Hm. Normalerweise wird man ganz schnell. Würde ich ja gerne, aber ich darf ja nicht. Oh, wird doch nichts so! Oh Mann, ey, die Alte ziert sich noch. Da stelle ich mir gerade eine Frage, was du da gerade tust, aber egal. Ah, ich versuche die irgendwie wegzuwerfen. Ah. Das ist... okay. Warum hast du erst 3 Versuche? Das verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Oder hast du mich schon weggeschickt? Nee, noch nicht. Ich mach noch mal schnell. Einmal auf die Beine. Hallo? Komm. Ja, Mann. Mein Gott, meine Stimme bricht hier schon weg. Ja, Manfred, aber wir wissen aber nicht, wie es funktioniert, weil ich habe es, glaube ich, noch nie richtig gespielt und Miriam kann sich auch nicht mehr erinnern. Ja, ich habe im Moment schon 32 Fuß geschafft. Los, komm, red ich mal ein bisschen schneller. Die nachfolgenden Sendungen verspäten sich. Oh, oh. Ah! Warum lässt er mich los? Wie schmeißt man denn? Ich weiß es nicht. Oh, du willst mir nicht verraten, nicht wie so das gut geht. Oh, learning by doing, mach einfach. Das war nicht so gut. Wer die Lösung weiß, einmal bitte in den Chat schreiben. 33 Foot, okay. Er hat das Handbuch. Natürlich kennt man das Spiel, war klar. Aber ich möchte eigentlich mitspielen. Ja, du kannst doch gleich mitspielen, oder nicht? Weiß ich nicht. Vincent. Ich bin Vincent, hallo. Vincent. Sieht man doch schon in der heißen Brille. Aber das, was ich da hinterher ziehe, hat wenigstens Frisur. Du willst mir nicht sagen, wie es geht, ne? Drück einfach und dann machst du hin und her. Mach einfach. Heb doch mal deine alte auf.
Ja, so nicht. Nee? Nee, das musst du schon regelmäßig machen. Genau, und jetzt hin und her. Ich glaube, ich habe dabei den Knopf gedrückt gehalten. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja, gedrückt halten. Joystick gegen den Uhrzeigersinn. Gegen Ach ja, stimmt, das habe ich auch genau. Du weißt genau, was du tust, du verrätst es nicht. Was denn? Ich habe doch nur 33 Fuß. Ja, jetzt Schwung. Ja, und sehr gut. 33 Fuß. Immerhin. Du hast einen Fuß mehr. Ja. Das ist aber schön. Ist nicht schön. Komm nochmal. Ette will nochmal. Du brauchst mehr Rhythmus. Ich habe ohne Schwung losgelassen, das war der Fehler. Keine Ahnung, wie das geht. Was denn? Ja. Auf jeden Fall haben wir doch schon so ein bisschen was geschafft. Ja, ich bin ein Fuß hinter dir liegen geblieben. Ein Fuß. Geo Race. Muss ich da rütteln, drehen, drücken? Ich glaube, rütteln war das. Das kann ich. Und du musst ihm ab und zu mal eins auf den Kopf hauen, damit er schneller wird. Okay. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Aber weißt du noch wann? Nein. Nee. Okay. Das ist ja das Lustige, dadurch, dass wir beide total blind hier reingehen, weil ich habe echt keinen Plan mehr, wie das geht. Das ist doch viel lustiger, als wenn wir das schon alles wissen würden. Ich lach mich tot. Ja, lach dich nur halb tot, dann hast du zweimal was davon. Joystick einmal rechts ist Schritttempo. Bist du jetzt bei der nächsten Disziplin, Manfred? Kann er mir jetzt schreiben, um was es geht? Ich dachte, wir müssen rütteln. Dachte ich auch. Ich will doch nicht Schritttempo machen. Wieso Schritttempo? Ich denke, wir rütteln. Hallo. Ich will eine Erklärung, bevor der Startschuss fällt. Patrick ist verwirrt. Mann, er hilf ihm. Gundula. Nee, Grund, ich kann es nicht. Vincent. Runde 1. Nicht rütteln? Wer bin ich, oben oder unten? Ist unten. Ich bin unten. Hey, wieso kannst du hüpfen und ich nicht? Ah. Hä, wie ist das? Wie welchen Joy? Wie hoch runter oder was? Hoch runter oder was? Ich weiß. Nee, du musst nur rechts immer von der Mitte aus nach rechts und wieder zurück. Aber also nicht nach links, sondern immer nur in der Mitte. Spring! Oh, das war nix. Das sehe ich auf die Schnauze. Super. Komm weiter, beeil dich. Genau. Jetzt haben wir Spiel verstanden. Du gewinnst, ey. Scheiße. Das tut aber weh. Was hat er denn jetzt schon ein Problem? Du kannst über diesen kleinen Stein nicht rüber, du Blödvieh! Ach, das ist doch ein Dovi! Oh, 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 oh! Ah. Oh, wir sind gleich auf! Scheiße! Trab, Feuer und Joystick hoch für Galopp? Was? Nee, du musst nur noch rechts und drücken für Springen. Nein, da schreibt jemand. Nein, noch was. Ich bin zu früh gesprungen! Nein! Da schreibt jemand, es geht anders. Wieso? Es
geht doch schon richtig. Oh, du hast mich gleich überholt. Ja, das ist jetzt mal das Grundprinzip des Spiels, aber... Er hat mich gleich überholt. Er hat mich überholt. Man kann ihn auch ertraben lassen irgendwie. Kann mal jemand den Chat laut vorlesen? Ein bisschen, das ist weit. Warte nicht. Aber du bist weiter als ich und das finde ich nicht gut. Wie meine? Hä? Meiner Stimme. Ach, du hast gewonnen. Ja, du hast ja auch schon gewonnen. Oh, echt, so weit warst du schon vor mir? Oh Mann. Wie peinlich. Eigentlich müsste ich doch entstehen, wenn du da längs läufst, aber egal. Logikfehler. Wenn wir das wüssten, Manfred, dann würden wir es dir gerne sagen. Neuer Rekord! Ja, herzlichen Glückwunsch. Weg da. Vincent. Kriege ich denn Punkte? Ja, wahrscheinlich. Wow. So, Manfred, schnell schauen. Was kommt? Also erstmal müssen wir. Ja, jetzt kommt erstmal die Disk 3 hier. Gott, ist da wenig drauf auf der Diskette. Die Dinger waren halt recht umständlich. Aufwendig. Naja, aber auch nicht gut gepackt demnach, weil das ist ja jetzt eine Disziplin pro Seite fast. Feuer machen. Oh Gott, wie ging das denn nochmal? Bitte Kurzanleitung, schnell in den Chat rein. Scheiße. Also zumindest wenn Miriam durch ist, möchte ich die Lösung lesen. Mhm. Danke. Mhm. Weil Patrick muss gewinnen. Nö, aber Feuer machen... Das wäre ganz wichtig für sein Wurzelchakra. Nein, aber Feuer machen ist doch für Männer wichtig, oder nicht? Hm. Ich habe Feuer gemacht. Siehst du, aber ich sage, bei mir ist die Flamme nicht aufgegangen. Nein, das geht gar nicht. Rechts und links für Glut, hoch und runter zum Pusten, Feuer für Hauen. Das ist zu viel! Runde 1. Na los, drück. Süß. Boah, ich kann nicht so gut rütteln, ey. Warum pustet er jetzt? Er soll nicht pusten. Weil du hoch und runter verwechselt hast. Was muss ich jetzt noch machen? Ich hab doch geblasen hier, was... Es bläst hier noch. Was ist denn? Au! Ach, du hast mich gehauen, du doofe Nuss! Ich dachte, ich muss auf das. Toll! Ey! Ich war das nicht! Ich war das nicht! Natürlich nicht! Nein, war ich auch nicht! Boah, Mann! Ich mag dieses Spiel irgendwie trotzdem. Ich habe es mit dem Blasen nicht verstanden, da beim Feuer irgendwie. Boah, immer wenn ich blase, dann haust du mir eine. Oh. Aber irgendwie reagierst du nicht mehr. Warum macht der denn nichts? Pust mir ein Wolf? Keine Ahnung. Hört das auf, wenn einer anhat oder was? Dann können wir hier ja Stunden. Ich weiß es nicht. Ich liebe dieses Spiel. Schöner Kommentar von Mr. Talk. Schön zu wissen, die beiden würden in der Wildnis verhungern, ja. Ach, wir würden einfach in die Kuh beißen. Scheiß drauf, wenn die auf der Weide steht. Oder auf dem... Nein, du blast doch! Kannst du mal aufhören, mir mal auf den Deckel zu haben, wenn ich blasen will? Mann! Nein, nicht pusten. Komm! Ich hatte das nur... Ey, ich verstehe das nicht! Du
kannst nicht blasen, aber hauen. Ist es dir mal aufgefallen? Ah. Mann. Anfangs nur vorsichtig pusten und mehr Glut. Okay, gucken wir mal mehr vorsichtig pusten. Toll, ich hab's ja ausgepustet. Oh, ich darf den Chat nicht lesen. Meine Hände, ich kann nicht mehr. Ich auch nicht, ich bin durch. Wir können aber vielleicht nicht hier so lange rütteln, bis das Feuer angeht. Das ich puste es irgendwie immer wieder aus. Ja, und ich krieg wieder eine gewemst. Ich finde den Spruch aber gut. Man würde sie finden, verhungert, aber mit Beulen am Kopf. Mann, du sollst nicht blasen, wenn da noch kein Funke drinnen liegt. Ich will ja nichts sagen, mir tut der Arm weh. Ich habe keine Lust mehr. Ich... Oh. Nicht hauen, Mann, du sollst blasen! Oh. Oh Mann! Ja! Oh, hast du wieder ein schönes Spiel ausgesucht? Ich weiß! Haha, oh. Wie witzig! Ich will doch. Oh, ich muss auf die linke Hand wechseln, ey. Das geht gar nicht. Meine Hände sind auch beide schon kaputt. Super, ja, nimm mir mal eine aus. Komm, ich will jetzt. Ich hab keine Ahnung. Ja. Du gemeiner Hund! Wie lange muss man denn dann noch feuern, bis das... Och, Mädel! Ja, du musst auch selber mal einstecken können. Weiß nicht, wie lange man... Oh, okay, 4 Minuten aus der Zeit, dann ist Schluss. Oh, mein Arm! Ich kann auch nicht mehr. Nein, nein, keine zweite Runde! Können wir uns einfach einigen, wir hauen nur und blasen nicht mehr? Ding hat 4 Disketten. Mr. Talk hat geschrieben, das hat er noch nie erlebt. Ja toll, wir auch nicht. Das ist auch unser erstes Mal hier. Ja los, komm, drück endlich, alter Mann. Aber nur wenn du nicht haust. So, 4 Minuten, komm. Und du musst halt auch nur liegen. Ja, guck mal, fängst du nicht mal an, hast du schon erstmal einen auf den Ommer gebrezelt gekriegt. Nein, du sollst nicht blasen, du sollst bleiben. Und die Beine. Oh. Oh, es wird wieder wach. Oh. Ich kann nicht mehr rütteln. Ich auch nicht, ich kann höchstens noch schlagen. Oh, du warst schneller. Nee, doch nicht. Kann man sich ducken oder was? Ja. Na rütteln, ey. Aber dafür weiß ich jetzt, wie man den Kopf kleiner machen kann. Das ist schon mal schön. Toll. Du hast den Trick verstanden. Das ist fies. Und ich, ey. Blase doch mit Gefühl, aber es passiert nichts. Blase auch mit Gefühl. Das spüre ich am Kopf, ja, ganz witzig. Dein Gefühl. Ist ein bisschen unfair, was du machst. Hast du ja verstanden, wie das geht? Kurze Puster.
Oh Mann! Oh, Paul, du hast mich. Kannst du mal damit jetzt aufhören? Ich hab das Spiel fast verstanden. Das ist eine Frechheit. Da wird er aber grantig, du. Ich hab Sterne gesehen. Ja, ich weiß, ich auch. Aha. Wie machst du das? Ach komm, lass ich dich gewinnen. Ich will nicht mehr. Ey! Oh. Kein Feuer, Ali! Dann müssen wir unseren Brontosaurier heute hochfressen. Ich kann nicht mehr, ey. Dann lass mich doch einmal diese scheiß Flamme anmachen. Ach so, ich hab zu schnell geblasen. Ach so, wir dürfen nicht so schnell blasen. Zu schnell blasen gibt auch Sterne. Oh, du! Boah, das gibt Rache. Wieso, du hast mich doch eben ein paar Mal schon beim Blasen gehauen. Also bitte. Oh, jetzt bin ich verwirrt. Ich bin auch verwirrt. Sind 4 Minuten bald um. Sind die einzigen Menschen, die es nicht schaffen. Bei diesem Scheißspiel. Ab und zu nach oben Luft holen, ja. Hauen. Oh, du hast, nein, du bist verbrannt. Ein Glück. Oh. Du hast das Feuer angekriegt. Toll. Ja, du musst weitermachen. Ich brauche eine Frau zum Feuer anmachen. Echt, das ist doch traurig. Oh, ich bin fix und fertig. Ja, ich auch. Es ist doch ganz dunkel im Gesicht. Ja, ich sehe jetzt aus wie der schwarze Peter, genau. Der schwarze Patrick. Jetzt habe ich das Spiel verstanden. Toll. Fast verstanden. Ich warte nur, bis du geröstet bist, dann fresse ich dich auf. Das Gesicht ist schon fast durch. Mhm. Miris neues Make-up, genau. Ja. Und das streicht ihren dunklen Teint. Besonders farbenfroh. Ich bin aus. Ich will nicht mehr. Oh, hast du nur 3 Sekunden. Der ja. Vincent will nicht mehr. Nee. Hey. So, oh, ich jetzt wackel vor den Arme, ey. Mein Arm ist hinüber. Wenn ich so irgendwas mit Rütteln kommt, bin ich raus. Wieso? Du bist doch hier der Oberrüttler. Ja, aber nicht mit so viel verschiedenen Tasten. Klappe. Ah, keine Ahnung, was das ist. Ja, der Knusperlook. Mir riecht heute so angebrannt. Lieber angebrannt als abgebrannt. So. Nächste Disziplin, Lösung. Zack, zack, zack hier im Chat. Ihr wart auch schon mal schneller. Ich hoffe, das geht jetzt etwas schneller. Ich habe jetzt keinen Warp eingestellt, nicht, dass ich irgendwas verpasse. Willst du deinen Arm schonen? Ja. Ah, okay. Ah. Zurück. Ich weiß nicht, wer ich bin. So, das ist, du bist immer noch der mit der Brille. Was ist die Clubbing-Phase? Jetzt gibt's auf die Omme. Ah, oh, kann ich mich nicht bücken? Kannst aber versuchen. Oh, ey, hallo! Hallo! Hör doch mal zu, ey, das gibt's doch gar nicht. Und tschüss. Ja, tschüss. Wieso haut ihr nicht? Miri stand am Rand, dann ging sie einen Schritt weiter. Ja, super. Am Rande des Abgrunds. Ah, da freut das ist ja schon mal ganz witzig. Ja, genau, war klar. Ich verstehe die Phasen vorweg noch nicht ganz, aber sonst ist gut. Nein, die geht doch nicht zurück, du Eumel! Wieso geht denn der zurück? Nö. Ich gehe nach oben, er geht nach links. Keine Ahnung.
Ich glaube, ich habe mir diesen scheiß Fehler, den er zwischendurch macht. Nein, das ist nicht. Kaum spiele ich einmal gut. Ja, ich gehe nach oben, er geht nach links. Ja, macht er bei mir auch. Nee. Ist nicht schlimm. Du bist aber Zweite geworden. Ja, macht nix. Ich bin ein guter Verlierer. Silber ist doch nicht schlecht. Was ist ein Sabber-Race? Wahrscheinlich ein Säbelzahnzieger, genau. Säbelzahnziege? Was? Ja, Säbelzahnziege. Bist du eine Säbelzahnziege? Wenn du das möchtest? Nein, zumindest jetzt nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Was? Säbelzahntigerrennen, mein Gott. Was muss man machen? Rütteln, drehen, drücken, oben, unten, schräg? Mein Gott, ja, muss man meine, euch... Ich weiß nicht, irgendwie war mein Joystick eben nicht vernünftig. Ich wollte nach oben und dann muss unten man euch immer alles rütteln, links und rechts beschleunigen. Ich will nicht mehr rütteln! Nein, ich kann nicht mehr rütteln. Du liebst rütteln, deswegen spielst du immer Decathlon, also sei still. Ja, aber Decathlon, Ja, weil Decathlon, da gewinne ich ja immer. Nee, da weiß ich ja, was passiert. Ach, schön ja. Ist es. Nee, ich fand es auch gut für den Dings mit Feuer springen. Aber wieso springen? Ich will rütteln, nicht springen. Nee, egal. Männer muss man nicht verstehen. Nein, ich verstehe mich selbst nicht. Gundula, okay. Drück mal. Bin ich das Tier da unten? Ja. Doch mal drücken. Hä, hey, wieso läuft der nicht? Wieso springe ich? Warum muss ich springen? Wann muss ich? Was macht denn der? Sehe ich doch nichts mehr. Ja, genau. Au! Oh. Aua! Aua, ich hab mich in den Kaktus gemacht. Nein, der soll nicht. Oh, wieso pustet der denn? Wieso springt der andauernd? Sieht man einen, wer führt irgendwie, oder? Was stimmt hier mit meinem Joystick plötzlich nicht mehr? Sieht man, wer führt? Ja, gar keiner, weil ich werde gleich gefressen hier. Ja, das wäre ein Anfang, aber... Ich habe kein Tempo mehr. Bei mir passiert gar nichts. Ich habe kein Tempo mehr. Er springt ins Wasser. Ich kann machen, was ich will. Es passiert nichts. Warum nicht? Wieso pustet er denn immer? Hä? Musste ich auf den Baum rauf? Ja. Ach so, das ist dann derjenige, der verloren hat, der... Ach so, doch. Oh. Noch ein Rüttelspiel und ich kann nicht mehr. Oh, ich bin fertig. Sind wir durch oder müssen wir noch was machen? Nee. Weiß ich nicht. Aber du warst besser als ich. 5 Sekunden. Ist aber unrealistisch, dass ich auf den Baum hochklettern kann. Ja, ich auch. Super. Ich glaube, jetzt musst du gleich das Kette 4 einlegen, oder? Ja, du wirst gewonnen haben gleich. Ist aber nicht schlimm. Schnell einlegen, Yay. Wir haben noch 8 Minuten. Na guck. Oh. Toll, sitze ich da völlig außer Atem gleich im Interview mit dem kaputten Arm. Ganz toll. Und wer ist schuld? Alternativprogramm zu unseren kranken Jugendlichen. Ja, toll. Auf Saurier reiten ist realistischer, das weiß ich nicht. Aber die Disziplinen sind witzig. Es gefällt mir besser als... ja, Stefan, spiel das nächste Mal doch mit. Es gefällt mir sehr viel besser als World Games. World Games ist ja auch scheiße, ganz ehrlich. Hier kann man wenigstens nach ein paar Minuten was verstehen. Ja. Mit Joystick hoch und runter die Höhe einstellen. Bei welcher Disziplin, Manfred? Die vorige oder die nächste? Wir sind jetzt bei... Wie heißt es? Ach, es stand doch da gerade... Gundula, Joystick 1 wieder. So, ja. Auf geht's, komm. Was muss ich denn da machen? Jetzt hast du die Höhe eingestellt. Oh, das war vielleicht nicht so gut, oder? Musst du rütteln, oder was machst du da? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du da tust mit dem Ast, aber... Oh, ich bin nicht da, wo ich hin wollte. Das war nicht in der Sache, oder war das jetzt richtig? Nee, das war nicht so, wie es wollte. Dann sag mal, was man machen muss. Warte mal, ich muss da drüber springen, oder? Ich mach mal erst klein. Bist du das wieder, oder was? Achso, weniger als 20 Fuß kann ich nicht. Bist du das? Ja. Wieso darfst du wieder dreimal und ich wieder nicht? Ja, das ist halt in dem Spiel so.
Aber wo ist denn der Absprung? Sehe ich gleich. Ich finde, dein Stab wackelt ein bisschen zu sehr. Das macht nichts. Der wirkt instabil in sich. Oh, wieso bleibt mir sofort stehen? Scheiße! Du hast eine Pflanze eingesetzt. Ja, super. Ich pflanze einen Baum. Achso, ich bin ja schon bei 20 Foot. Okay. Aber auch keine Ahnung, wie ich beschleunige. Eine Maus aus dem Fenster. Nö. Also die Flugnote war jetzt ganz gut. Ich kann es nicht mehr. Ich hab's, das habe ich definitiv noch nie gespielt. Ja, wir spielen gerade über Parsec. Ja, du kannst gleich gerne noch eine Runde spielen. Ich muss um 9 aussteigen, aber ihr könnt ja gerne noch eine Runde spielen. Nee, ich habe leider noch einen kleinen Patienten. Ja, ich habe noch einen großen Patienten, ich habe noch ein Interview. Jetzt muss ich erstmal laufen. 20 Füße. Okay. Drücken. Ich glaube, man kann aber noch schneller laufen. Ich weiß aber nicht wie. Ein Takt links und rechts, ja. Guck mal, du bist auch nicht besser. Ich habe auch eine Pflanze eingepflanzt. Ja. Jetzt wissen wir, wie Wälder entstehen, richtig? Ja. Ich weiß nicht, wie man schnell läuft. Links, rechts, rhythmisch, toll. Mhm. Dann mach das mal. Ich habe auch keinen Rhythmus gefunden. Weil er den Kopf so bewegt. Kennt ihr den kleinen Typen hier von Asterix und Obelix erobert Rom? Wo sie immer diese Prüfung ablegen müssen, der macht auch immer so. Mitgefühl, dankeschön. Ich habe schon gesehen, wie Gefühl von Miriam was ihm gemacht hat. Das hat echt geholfen. Aber wie soll ich denn mit Gefühl rütteln? Meine Güte. Er wird schneller. Ja, jetzt nicht mehr. Nee. Ich dachte, ich sehe immer einen vernünftigen Sprung, aber noch nicht mal von dir heute. Nein. Der kann den Rest fressen. Weil ich glaube, du hast trotzdem gewonnen. Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ist aber auch nicht schlimm. Wie gesagt, Alter vor Schönheit. No Score ist immerhin besser als No Score. Oh, guck mal. 20 Punkte mehr als ich. Kommt jetzt eine Siegerehrung? Mhm. Darf ich jetzt nochmal angucken? Rhythm is the Jumper. Ja, sehr lustig. Sehr lustig. Immerhin gucken uns wieder 18 Leute zu. Ja. Dafür, dass wir eigentlich nichts machen wollten heute. Das ist schön. Dafür kennen wir jetzt das Spielen, können das weiterempfehlen. Und wir haben kleine Vorteile in zwei Disziplinen zumindest. Genau. Ja. Aber guck. Patrick kannte das Spiel nicht. Ich habe es schon seit 30 Jahren nicht mehr gespielt. Ich habe irgendwann mit Sicherheit einmal gespielt und dann gedacht, was soll der Scheiß? Aber das ist wirklich witzig. Also so, jetzt wenigstens noch die Abspann, bitte. Ich hätte noch Blatt und Gatz im Angebot fürs nächste Mal. Wie bin ich denn auf den Stein hochgekommen? Das schaffe ich doch niemals. Ja, der dritte steht da leider nicht. Nee, den haben wir auch schon gekloppt. Okay, das ist schon wieder los. Ich glaube, mit 4 Spielern kannst du spielen, ne? Also Resümee, ich glaube, wir sollten das nochmal irgendwann wiederholen mit 4 Spielern und dann können wir vielleicht nochmal das andere 4-Spieler-Spiel spielen, was wir vorhin angetestet haben. Also, ja, danke an dich, Miriam, für die spontane Idee. Das war halt Alternativprogramm. Absolut, mit Sicherheit auch mal was anderes und danke an die Zuschauer, die sich hier gewundert haben, wie blöd wir sind beim Feuermachen. Aber egal, das nächste Mal lodert die Flamme dann wieder richtig. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis dann. Ciao. Ja, war doch lustig. Macht's gut. Schönen Abend euch. Ciao.